Also das Lago Seul steht im wunderschönen Langschlag hier. Wir sind, sagen wir mal, ein Mittelklasse-Restaurant. Es sollte nicht zu hoch gesteckt sein, aber doch hohe Qualität in den Speisen und Getränke. Und es ist für jedermann, sollte es da sein. Für uns war wichtig beim Neubau, dass wir das mit regionalen Firmen machen. Und mit EPS ist uns das halt leicht gefallen, weil die bei uns dann sehr einen guten Ruf haben und sehr kompetent sind. Ja, der Benni hat uns eigentlich viel Spielraum gegeben, dass wir sich da verwirklichen können. Er hat uns das ganze Vertrauen geschenkt und hat sich da eigentlich in die Automatisierung gar nicht eingemischt, sondern er hat gesagt, wir werden das schon machen und hat dem Stefan auch, unserem Techniker, wirklich das ganze Vertrauen geschenkt. Ja, und so haben sie wir dann eigentlich unsere Linie umgesetzt und das eigentlich dann gut passt zum Ende. Wir haben die Gebäudesteuerung über Luxon gemacht. Da haben wir die LED-Beleuchtung, die Haustechnik und das Soundsystem mit einem smarten System miteinander vernetzt. Durch seine eine installierte Photovoltaikanlage deckt er einen Teil seinen Energiebedarf. Auch die Ladestation E-Mobilität wird versorgt und trägt dadurch auch zur Energiewende entscheidend bei. Das Projekt war spannend, weil das Restaurant komplett neu errichtet worden ist und wir durch die regionale Nähe einen besonderen Bezug zum Besitzer, zum Benni und zu seinem Lokal haben.